Irgendjemand hier, da liegen Zettel. Okay, schau dir die Zettel an. Namen, die haben Namen. Ein Bild von einer Ente. Ich weiß nicht, warum ich mir das angucke. Duck. Oh, shit. Oh ja, Duck. Der Sohn von Kevin. Wir erinnern uns. Den haben wir töten müssen. Ist schon noch keiner wieder hier draußen. Das heißt, wir können gehen. Nee, ich höre da jetzt nicht zu. Bin ich wahnsinnig. Oder kann ich nichts anderes machen? Kann ich noch irgendwas anderes tun? Da komme ich her. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Hallo? Ich komme hier sonst nicht hin. Nirgends hin. Das ist schlecht. Dann hör vielleicht nochmal, lausch nochmal. Na, nee. Da habe ich doch gerade schon wieder, das wurde schon wieder rot. Was ist hier um die Ecke? Kann ich hier irgendwie, ist hier irgendwas? Nö, da kann ich gar nichts machen. Na gut, dann gehe ich wohl wieder raus. Vielleicht nehme ich dann nochmal eine andere Tür oder so. Keine Ahnung. Ha. Ich weiß jetzt nicht, was mir das so richtig geholfen hat. Aber gut, wir nehmen nochmal eine andere Tür oder ein Fenster vielleicht eher. Was ist denn da oben? Da oben ist ein Fenster offen. Ist das die Küche zufällig? Ja, weiß ich nicht. Da ist eine Tür. Schau mal. Ah, verschlossen wahrscheinlich. Yep. Na prima. Hier kommen wir scheinbar nicht rein. Zumindest. Nee, das war nicht das Fenster mit der Ente. Was haben wir denn da? Ist da jemand? Das ist vor allem erstmal auch verschlossen. Ja. Das hätten wir uns denken können, Clem. Dann müssen wir noch mal einmal ums Haus rundherum und schauen, ob vielleicht die Hintertür funktioniert. Denn wenn nicht, dann habe ich vielleicht unten was übersehen. Das kam mir nämlich eigentlich erstmal ganz clever vor, hinten zu schauen oder unten zu schauen. Schauen wir mal erstmal hier. Das wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Nein. Oh crap. Ist die Tür zu? Ja, das hätten wir uns auch denken können. Was haben wir hier vielleicht? Nein. Was? Deine Hand? Da kommst du wahrscheinlich so gar nicht ran hier, was? Nope, sieht nicht so aus. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, wir müssen da unten rein, aber... Ja, nee. Komm. Das wird nichts. Das heißt aber, wir können nur hier rein. Ha. Gut. Dann müssen wir da wohl nochmal rein. Ich werde mich ja wohl nicht sehen lassen müssen da bei denen, oder? Also da ist die Treppe rechts, ne? Aber da kam ich ja gerade nicht hin. Da wollte ich ja eigentlich hin. Gerade schon. Hä? Jetzt komme ich da lang. Ach so, ne, ist ja prima. Ist hier sonst noch irgendwas? Da komme ich nirgends hin. Okay, dann gehen wir die Treppe hoch. Vorsichtig und leise, Clem. Jetzt schleichen wir uns hier echt rein, ne? Ihre Schritte. Okay, wir haben hier zwei Türen. Lausch doch erstmal. Oh shit. Oh shit. Ach nee. Please help me. I'm not supposed to talk to you.
My dad can't know. Komm, wir versuchen erstmal sie erstmal freundlich zu sein. A book? What book? I like books. It's called The Gurgles. It's about transdimensional body flux. Okay. Cool. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurt. Allerdings. I need something to clean it with, bandages, and I need to sew some of it up. It's too deep. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. Okay, kannst du mir das vielleicht besorgen? Oh, danke. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends. Was? Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl. Okay. Rebecca is okay, but she's old. And that's it. And if her baby is a girl, it'll be forever before she's to, like, be my friend. Ich sagte erst mal gar nichts mit. If I help you, will you leave me alone? I don't want to get in trouble. I'll get the stuff my dad uses when I get a cut. Dankeschön. I think this is it. That'll work. You can't do it here though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir noch den Rest finden. Thanks, Sarah. Okay, wir gucken hier rein. Eine Nadel und Bandages oder irgendetwas dergleichen. Oh. Ein Badezimmer. Hier könnte es tatsächlich sowas geben. Oh, das ist ein Medizin-Cabinet. Jetzt fängt es auch noch an zu blitzen. Was haben wir da? Das sieht doch wie eine Nadel aus. Nimm dir die Nadel. It's clean. Das ist gut so. Ich dachte schon, da ist jetzt jemand hinter dir. Moment, da war noch irgendwie Schauer. Ist hier irgendwas drin? Nein. Hätte ja sein können. Oh, was haben wir denn hier noch? Na, verdammt. Wir haben keine richtigen Bandages mehr, hast du doch gehört. Uh-oh. Shit. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das eine clevere Idee war. In der Dusche. Ich weiß aber nicht, ob wir in den Schrank gepasst hätten. Das sah nämlich erstmal nicht so aus. Bitte find mich nicht. What? Okay. Wir sind gerade möglicherweise an Informationen gekommen, um, um uns noch aus einer blöden Situation befreien zu können. Informationen, mit dem wir jemanden blackmailen. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Können. Wo sind die denn alle? Das ist strange. Wo kamen die jetzt gerade her? Wo ist denn da? Guck mal, ein Spiel. Schau es dir mal gerade an. Sieht nach Risiko aus oder sowas in der Art. Okay. Rex? Rex klingt gut. Not exactly bandages, but they should help stop the bleeding. Mhm. Lass uns mal gerade noch kurz umschauen. Oh, eine Uhr.
Nein. Ich werde die nicht mitnehmen. Sonst könnte man nämlich wissen, dass ich hier war. Das ist zu. Gut zu wissen, falls ich mich gleich nochmal verstecken muss. Da ist nichts drin. Ich werde die Uhr nicht mitnehmen. Es ist zwar vielleicht cool, eine Uhr zu haben, aber so habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich war nie hier. Hehehehe. Okay. Dann hauen wir jetzt ab. Hoffe ich. Ohne gesehen zu werden. Ich habe ein bisschen Sorgen. Vorsichtig. Ich bleib nach jedem paar Schritten mal kurz stehen. Wer weiß. Die Musik, ne? Ist auch so spannend. Das Gefühl, da passiert noch gleich irgendwas. Okay. Oh, wir kommen direkt wieder hier an. Würdest du das vielleicht wieder davor machen, bevor da noch so ein Zombie reingekrochen kommt oder so? Ich habe so das Gefühl, das könnte passieren. Okay. Oh, knuffig. Na gut, Clem. Oh Gott, ey, jetzt musst du selber... Das könnte ich ja nicht. Wenigstens ist es der Linke, wa? Oder bist du Linkshänderin? Oh, allerdings. Jetzt, oh Gott, ich kann das doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich erstmal irgendwie sowas? Ja, Moment. Doch noch nicht. Also ich nehme an, erstmal clean. Ne? Au, ja, das wehtut, dachte ich mir schon. Autsch. Das war vielleicht auch eine blöde Idee. Vielleicht hätte ich erst die Bandages drauf und dann das Zeug darüber schmieren. Nee, Moment, die Bandages müssen sowieso zum Schluss drauf, ne? Ich muss es erstmal... Oh Gott. Oh Gott, das... ja, tu das mal da durch. Kannst du das eigentlich? Kannst du nähen? Okay, gut, dass du weißt, wie das geht. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Und jetzt? Alter. Das muss... Alter, das blutet. Beeil dich vielleicht. Ich weiß, dass das weh tut, aber... Oh, shit. Komm, zieh es durch. Au. Ja, das glaube ich. Oh, oh, oh. Alter, du bist so mutig. Au. Oh Gott, ich will das nicht weitermachen. Ja, ich weiß. Zieh es durch, komm. Und es blutet wie Sau. Oh Gott, ich krieg schon hier diese komischen... Mein Blick wird so verzerrt. Oh shit. Gleich wird sie ohnmächtig, ich sehe das schon. Komm, zieh es einfach durch. Zieh es jetzt durch, du schaffst das. Los, Clem. Ich weiß, dass du das hinkriegst. Einer noch, einer noch. Komm. Au, oh, crap. Das war daneben. Au, 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 komm. Das ist wahrscheinlich jetzt zu spät zu sagen, aber ich kann ja persönlich kein Blut sehen, ne? Ja, das sieht richtig finster aus. Na komm. Verbinden.
Das Schlimmste hast du geschafft, Clem. Das Schlimmste hast du geschafft. Was? Oh shit. Hoppala. Da bin ich auf die Leertaste. Lass mich raten, da kommt doch gleich ein Zombie durch. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Alter, scheiße, tritt ihn, komm. Nein, lass dich nicht beißen, lass dich nicht beißen. Haben wir da irgendwas? Da ist was. Komm, nimm so einen Ziegel und hau ihm den an den Kopf. Komm, nochmal. Komm. Shit. Kuh, komm. Tritt ihn um. Nochmal. Oh crap. Jetzt nimm die Hake, komm, gib ihm. Und jetzt ordentlich mit der Hake. Komm, auf das Ding da hinten. Das war doch irgendwie scharf, oder? Komm, und jetzt nochmal. Nimm den Hammer und zieh ihm den übers Gesicht. Genau, hau drauf. Nochmal. Und nochmal. Ich glaube, der hat langsam genug. Okay. Holy shit. What? Allerdings. How the hell did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? Ich sehe meine Mauszeiger nicht. I'm still not bitten. Warum sehe ich meinen Mauszeiger nicht? I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. Enough already. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Yep. Beim letzten Mal, als ich essen wollte, wurde ich von einem Hund angefallen. Aber das glaubt mir ja kein Mensch. Scheinbar.